So, ich bin bis zur Message 4 gekommen, hat wieder ewig gedauert, weil die Viecher kommen unregelmäßig, man kann es nicht einschätzen. Das Spawn ist mir ein Mirakel. Aber ich glaube, ja, Windows-Ladebalken. Was the message sent? Some of it. I hope it was enough. Und das war's. Puh, ach Gott, ja, was sagt man am besten dazu? Fühlt schwer, fühlt stressig, technisch fühlt schwach, die Hicks umeinander teleportiererei, die geht derartig auf den Sack, wenn man sie probiert. Man probiert sich ja an dem Soldaten zu orientieren, nicht? Wo er hingeht, da ist gut, da hast du ein zweites Paar Augen, eine zweite Knarre. Aber das geht schlicht und ergreifend nicht, weil er ist in einer Sekunde dort und in einer Sekunde da. Der ploppt durch die Szenerie wie ein Jedi-Hologramm mit Fehlfunktion. Story. Für mich momentan nicht nachvollziehbar. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass für die meisten anderen Otto-Normal-Computerspielverbraucher leicht nachvollziehbar ist. Weil man ist so im Stress. Es geht so zu. Es ist so unerbittlich zach. Das Spiel fickt die durch die Kampagne durch, von vorn bis hinten. Also es ist ein ja, eigentlich nur was für Masochisten. Und das ist so stressig und so schnell, dass du nicht zum Nachdenken kommst. Das hat man eh gemerkt während der Aufnahme, regelmäßig vergessen, wo ich bin, wer ich bin, was ich da eigentlich tue. Und es ist schon klar, dass Aliens keine spaßigen Gegner mit Strohhüten und Schirmchen-Drinks in der entspannten rechten Hand sind. Aber wie gesagt, dieser Selbstkasteiungssimulator, wie ich den DLC jetzt nenne, also ein Selbstkasteiungssimulator, wer spielt sowas gern? Ich weiß es nicht. Das ist auch, wenn's da, wenn's die schnellste Maus in ganz wenn's die schnellste Maushand in ganz West Texas bist, krepierst. Und das am laufenden Band, weil also ich hätte mein Lustgewinn eher daraus gezogen, dass ich haufenweise Aliens niedermahnen kann. Als haufenweise von Aliens niedergemacht werden, und das passiert.
Ich habe keine Ahnung, wie der leichteste Spiel. Das ist der zweitleichteste Schwierigkeitsgrad gewesen, wohlgemerkt, gell? So. Ja, also Plotholes. Glaube ich halt, weil, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich bin mir durchaus nicht sicher, dass ich Sachen einfach vergessen oder die mir der Overload, den der Rest vom Spiel ist, aus dem Hirn ausgeschossen hat wieder. Ich kann dementsprechend die Gaudi nicht wirklich positiv bewerten. Was die Idee betrifft, die Idee ist keine eigene. Das basiert auf Aliens. Kann man keine Punkte vergeben dafür. Die Technik, also was Texturen betrifft, Lighting etc., Animationen, ist unterdurig. Wirklich, wirklich gut gemeintes 4 von 10 Punkten. Was die Settings betrifft, sehr schön, durchaus stimmig, allerdings repetitiv, sehr repetitiv. Du bist immer nur auf einer Planetenoberfläche oder eben in so einem Raumschiff-Raumstationskomplex, der überhaupt nicht abwechslungsreich ist, summa summarum. Durchschnitt, unterdurchschnittlich. 4 von 10. Die Story. Aus bereits erwähnten Gründen unnachvollziehbar. Drei von 10. Das Acting. Also ich nenne es jetzt einmal Facial Motion Capturing in Kombination mit Voice Acting. Durchschnitt, bestenfalls. Kein einzige, ein, zwei Loch auf der Seite vom Rex, aber der hat dafür auch die meisten langweiligen Passagen, also eher unmotivierten Passagen. Durchschnitt, 5 von 10. Das Gameplay, unterentwickelt im Sinne von keine Spezialmechanismen wie in Deckung gehen, um irgendwie ums Eck schießen. Ums Eck schauen, ne? Peer left right, irgendwo sich aufziehen. Kein einziger Spezialmechanismus. Es ist nur hupfen, ducken, Fieri zuck, links, rechts, schießen, aus. Ja, wie ins Visier nicht. Also wie in im Prinzip genau gleich wie in Doom aus 1995. Und was die Dramaturgie betrifft, die Dramaturgie, lose aneinandergereihte Cutscenes, die wirre Story nicht erklären. Unterdurchschnittlich 4 von 10. Das bringt uns insgesamt zu einer Wertung, ich bock jetzt nicht den Taschenrechner aus, was ich eigentlich tun sollte, weil sonst war die ganze Aufzählung für den Fisch gewesen, aber nein, es ist ein unterdurchschnittliches Spiel mit einem hohen Frustrationsgrad. Deswegen eine 3 von 10. Man muss es leider auf wie heißt das blöde Spiel da, das ist so was. Das dieser Schulmädchen-Thriller. also wurscht, mir fällt es jetzt nicht mehr ein. Wahrscheinlich habe ich das auch verdrängt oder das Spiel hat mir sämtlichen Restverstand aus dem Hirn rausgefickt. Also Aliens jetzt. 3 von 10. 3 von 10, das ist keine gute Wertung. Ich hätte mir mehr erhofft, allein durch die Tatsache, dass ja
fast nochmal so viel wie Basisdateien an Patch da dabei ist. 3 von 10, das ist eigentlich wahrscheinlich ein 4 von 10, aber durch den Schwierigkeitsgrad nochmal abgestuft. Es ist einfach zu frustrierend, um das außer Acht zu lassen. Und das war jetzt einmal nur der DLC, von dem es im Internet heißt, der war der bessere Teil vom Spiel. Und bitte seid mir nicht böse, wenn ich bis zum nächsten Mal wirklich eindringlich überlege, ob ich weitermache oder nicht, weil jetzt geht die Kampagne los. Ginge die Kampagne los, die eigentliche Kampagne. Und die wäre noch wesentlich länger, wie ich ganz stark anzunehmen ist, als der DLC. Gut. Ich verabschiede mich erschöpft und mit einem Krampf im Triggerfinger. Ich wünsche eine schöne Zeit, eine gute Nacht und ein schönes Spiel. Pfiat denk und Weili out.